Hallo und herzlich willkommen zu Ein wenig Macabellum. Ich werde jetzt einfach mal ein paar Runden spielen und nebenbei ein wenig aufnehmen und dann vielleicht die interessantesten Matches einfach mit reinschneiden. Also wundert euch nicht, wenn vielleicht hier oder da mal ein kleiner Schnitt stattfindet. Ja, schauen wir mal. Ich habe noch nicht allzu viel weitergespielt. Ich habe mittlerweile auch ein Spiel mal verloren, was ich ziemlich fies finde, wie ich gerade sehe. Habe ich da minus 3500 Kampfkraft bekommen. Und wenn ich gewinne, kriege ich immer nur 500. Was soll das? Ja, voll gemein. Naja. So, wir gehen rein in die erste Runde. Schauen wir mal. Mein Ziel ist es tatsächlich, eigentlich mal so an die 1000 MMR zu bekommen. Das würde ich ganz nice finden. Ich glaube, die richtig guten Spieler bewegen sich irgendwie so zwischen 1500 und 2000, glaube ich. So, Riesenweit. Ja, Weitblicker mag ich, aber mir gefallen die Einheiten nicht. Das ist auch ganz nett. Säbelzahn, Panzer. Oh. Hier gefallen mir die Einheiten besser. Ich glaube, wir gehen hier rein. Wie ihr ja vielleicht wisst, mag ich die Tarantel sehr. Und auch die Fangs sind ganz nett. So, ich mache mir hier mal so ein bisschen meine klassische Aufstellung, die ich eigentlich ganz gerne mache. Wir machen das alles so ein bisschen asymmetrisch. Wir platzieren hier noch ein paar Fangs. Wir werden hier noch die andere Tarantel platzieren. Eigentlich ist es eigentlich immer das gleiche gefühlt. Immer wenn ich Macabellum spiele und ich am Anfang Taranteln habe, gefühlt mache ich immer das gleiche. Ich schalte mir direkt einen Skorpion frei, weil einfach Skorpion irgendwie immer geil ist gegen die Einheiten, gegen die ich spiele. Der ist gegen Panzer geil, der ist gegen Sniper eigentlich ganz geil. Ja, und dann werden wir die Runde erstmal verlieren, aber nächste Runde dafür direkt mit ein paar Skorpions reingehen. Wenn wir Glück haben, manchmal gewinne ich sogar die erste Runde, obwohl ich ohne extra Einheiten reingehe. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was er für ein Setup genommen hat. Müssen wir gleich nochmal wiederholen. Ja, die Fangs lenken schön ein bisschen ab. Links kriegen wir natürlich Hardcore auf den Sack. Rechts leider auch, weil die Fangs nicht mehr im Fokus sind. Das ist bedauerlich. Müssen wir noch ein bisschen am Positioning arbeiten. Weil wären die Fangs gefokust worden, hätten wir auf jeden Fall viel, viel besser da rausgehen können. Aber gut. Egal, wir haben eh damit gerechnet, die erste Runde zu verlieren. So, wir müssen jetzt plus 500 haben. Oh, einen Typhoon. Typhoon haben sie irgendwie genervt, ne? Habe ich gelesen. Ich glaube ja, er wird ein paar... Ich glaube, er wird sich ein paar Flugeinheiten gönnen. Eventuell... er kriegt Feuerducks. Ich hatte irgendwie Box auf Typhoon oder Weitsicht... Ich glaube, ich nehme ihn. Der ist relativ vielseitig einsetzbar. Wir positionieren den mal so ein bisschen hier. Beziehungsweise gerne auch ganz hinten. Wir können uns nur einen holen. Finde ich aber jetzt gar nicht so schlimm. Dann können wir uns nämlich noch ein paar hiervon dazu holen. Tatsächlich würde ich hier ein bisschen mehr gern tanken wollen. Wir machen das mal so ein bisschen. Wie machen wir das am besten? Ich glaube, wir machen das ein bisschen so. Jupp, 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 jupp. Rein da. Okay, er hat sich auch den Farseer geholt auf Englisch. Ah, mit denen wird es nicht spaßig. Tatsächlich. Gute ist, wir haben jetzt hier einen Skorpion und nächste Runde haben wir noch mehr Skorpion. Wir werden hoffentlich ordentlich da aufräumen. Der regelt nämlich, wie ihr seht, links schon ganz gut.
wenn wir jetzt noch so zwei links haben, drei links haben, dann sind wir auf jeden Fall deutlich besser schon mal dran. Vielleicht mit noch ein bisschen Range, dann könnten wir das sogar schaffen. Je nachdem, was wir jetzt noch hier so für eine Auswahl kriegen. Wir kriegen auch einen Sabertooth dazu, glaube ich, ne? Oder? Hatten wir nicht Sabertooth? Ah, wir sollten natürlich aber auch auf Rieseneinheiten gehen. Wir haben ja den Dings. Ah, komm, wir nehmen das mal mit. So, was hat er denn eigentlich? Edger, genau. Ach nee, wir haben gar keinen Boni. Okay. Ich würde jetzt mal ein bisschen rein investieren wollen, weil wir ein bisschen was aufholen müssen. Der ist 7 Meter schnell, ne? Er ist 8 Meter schnell. Das heißt, wir können ihn ruhig ein bisschen nach vorne gestellt einbasteln. Der hat hier 2. Ja, wir machen mal ein bisschen Druck auf jeden Fall, hoffe ich. Okay, der hat die Range erhöht. Oh, er könnte ein bisschen weit vorne stehen. Jupp, er steht zu weit vorne. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Ah, das ist nicht so gut. Um ehrlich zu sein, ist das gar nicht gut. Eventuell Spinnen und Reichweite. Dann kriegen wir das aber, glaube ich, noch geregelt. Weil die Scorpions haben schon Potenzial aufzuräumen noch. Na, ich glaube, wir müssen unseren Kredit ein bisschen am Laufen halten. Klebrige Ölbombe ist auch ganz nett. Ja, Reparaturset. Wir brauchen eigentlich unser Geld. Gehen wir hier auf einen Nano-Reparaturset. Geben das einfach mal ihm. Wir müssten eigentlich, wie gesagt, große Einheiten nutzen, aber ich will eigentlich weiter mit den Scorpions ein bisschen regeln. Ich würde gerne noch mal einen hiervon nehmen. Wir brauchen hier ein bisschen Kleinvieh, was ein bisschen ablenkt. So, den platzieren wir auf jeden Fall hier. Wir könnten auf den Doppelschuss gehen, der müsste wahrscheinlich auch regeln. Ah, hierfür haben wir auch nicht genug Geld. Wir könnten einmal ableveln. Ja, ich würde sagen, wir leveln einmal auf. Und dann gehen wir noch einmal hier mit einer kleinen Rakete rein und dann hoffen wir, dass wir jetzt mal langsam die Oberhand hier gewinnen. Könnte ganz gut sein. Die Rakete könnte nämlich ganz gut Damage machen tatsächlich. Ja, nice. Jetzt tanken die Fangs auch die ganzen Sniper. Das heißt, der Scorpion sollte gleich ordentlich reinknallen. Hoffe ich zumindest. Komm, mach die Badger weg. Schneller, schneller, schneller schießen. Ah, ein bisschen spät, aber so langsam. Ja, jetzt läuft es. Ich sag's euch. Jetzt kriegen wir das. Easy überhand. Er heilt sich auch schön ein bisschen nebenbei. Ist auch ganz nett. Okay, er hat jetzt hier ein bisschen Phoenix so gut, aber die Phoenixe sind scheiße eh gegen meine Fangs. Und auch gegen den Farseer. Ja, auch Weitblicker auf Deutsch genannt. Nicht so gut eigentlich, würde ich sagen. Er hat ein paar Crawler auch dazu geholt. Wir nehmen mal noch das dazu. Wir holen jetzt mal unsere erste Rieseneinheit. Was ist denn hier eigentlich ganz gut? Ich würde eigentlich sagen, dass hier die Festung ganz nice ist, oder? Wir holen eine Festung. Die positionieren wir so ein bisschen hier. 6 Meter, 7 Meter, 8 Meter. Ja, die kommt so ein bisschen zum Schluss rein. Da geben wir das Item hier. Wir holen, wollen wir noch Fangs holen oder wollen wir eher Reichweite stärken? Ich würde tatsächlich gerne die Reichweite von den Scorpions erhöhen. Das macht deutlich mehr Sinn, würde ich sagen. Bin gespannt.
Was hat er so gemacht? Okay, er hat auch das Reparaturding. Oh, er holt sich eine Kuppel. Ja, die müsste relativ schnell fallen, oder? Ich glaube tatsächlich schon. Oh, jetzt holt er sich Raketen. Das ist gar nicht gut, aber die Fangs fangen das hoffentlich ab. Oh, er hat sich Artillerie geholt. Und er hat den... Ah, doch, die hält ganz schön viel auf, die Kuppel. Aber wir kriegen das noch, wir kriegen das hin. Ja, doch, ich glaube fest an mich. Oh boy, wir verlieren rechts, glaube ich. Ah, könnte schwierig werden. Ah, doch, doch, wir machen das, wir machen das, wir machen das, wir machen das. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir haben jetzt keine Luftverteidigung mehr, leider. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Fangs weiter hinten. Die Festung muss das denken. Ja, wir verlieren, weil wir nichts gegen die Dings haben. Machen wir mal beschleunigen. Okay. Egal, das kriegen wir in den Griff. Das kriegen wir in den Griff. Ja. Taifune sind jetzt nicht so geil. Aber... Also nicht so geil gegen die... gegen die Phoenixe. Aber die sind trotzdem irgendwie ganz nett. So, wie schnell gehen die? Die gehen 9 Meter pro Sekunde. Das heißt, die laufen hier so. Ich würde die gerne mal so ein bisschen hier aufbauen. Auch durchaus so ein bisschen als Tank. Wir könnten die Barrier nehmen. Wir haben sie zwar ein bisschen genervt, aber ich hätte irgendwie trotzdem Bock. Wir nehmen die Spinnen noch mit rein. Wir nehmen noch einen Farseer mit rein. Wir gehen voll auf Investition. Gönnen uns noch eine Tarantel. Positionieren auf jeden Fall hier noch einen Farseer. Hier noch eine kleine Tarantel. Wir könnten auch das noch eventuell nächste Runde freischalten. Wir bräuchten noch mal ein paar Level-Ups. Wir schauen mal, ob wir so ein bisschen wieder näher rankommen. Okay, er hat einen Sandwurm. Ja, er spielt jetzt mit seinen scheiß Raketen. Ja, die Rüstung ist relativ schnell down gegangen, aber egal. Die können ein bisschen wegtanken, während die Scorpions voll reingehen. Und seine Armee vorzugsweise ordentlich ausschalten. Der Sandwurm ist natürlich eventuell ein kleines Problem. Der nervt ein bisschen. Weil er da megamäßig auffällt. Na, gar nicht gut. Der Sandwurm nervt. Aber ich denke, gegen den Sandwurm werden wir gleich auch noch ein kleines Mittel finden. Mal beschleunigen an. Haben wir jetzt schon wieder nichts mehr, was gegen die Flugeinheiten hilft. Nicht gut. Okay, Sandwurm. Also ich bin ja der Meinung, gegen den Sandwurm könnte jetzt vielleicht... Ja, okay. Die muss ich nehmen, weil mein Gegner sie nehmen wird. Gegen den Sandwurm könnte vielleicht eine kleine Dings jetzt helfen. Wie schnell ist der Kollege? 6 Meter. Der geht 8 Meter pro Sekunde. Wir holen noch mal ein paar Fangs rein. Wir holen noch mal ein paar Fangs rein. Wir brauchen hier mehr Kleinkram, aber wir brauchen auch ein bisschen was, was im hinteren Bereich am Regeln ist. Wir brauchen auf jeden Fall hier auch mal eine kleine Rakete. Wir brauchen hier mal ein bisschen Schutzschilde. Hier auch eventuell mal ein paar Schutzschilde. Dann werden wir die Atombombe auf jeden Fall mal so hier platzieren.
Und dann gehen wir auf noch ein bisschen Angriff. Ja, komm, wir gehen auf noch ein bisschen Angriff. Wir müssen eigentlich mal Level-Ups verteilen. Das wäre eigentlich viel wichtiger. Machen wir nächste Runde. Ja, es war so klar. Deswegen habe ich eigentlich auch nur die Atombombe genommen. So, die Spinnen haben auf jeden Fall links die Raketen abgefangen. Ah, wir bräuchten hier noch was für ihn zum Tanken. Der wird ein bisschen gerastet hier links. Okay, der Kampf wird jetzt links quasi entschieden. Wir haben aber links gute Karten tatsächlich, glaube ich. Noch einen Scheiß von dem Sandwurm. Okay, wir haben links doch keine guten Karten. Weil rechts noch relativ viele Sniper überlebt haben. Und die Fangs das nicht tanken werden. Oh ne, das verlieren wir. Ah. Okay, hat auch relativ viele Sniper mittlerweile. Ich glaube, wir brauchen mehr Kleinkram. Was da brutal reinrollt. Das überspringen wir. Also, ich sage, wir machen Folgendes. So, wir brauchen erstmal ein paar Level up hier. Lass uns mal noch eine Einheit holen. Wir gehen nochmal auf Kredit. So, wir gehen auf jeden Fall mal hier rein. Wir werden hier reingehen. Wir werden hier ein bisschen weiter noch welche hinten positionieren. Ungefähr so. Wir werden hier reingehen. Wir werden hier auch auf die Range gehen. Den werden wir auch noch erhöhen. Okay, bin gespannt. Ach, seine scheiß Raketen. So, die lenken mal ein bisschen ab. Die Crawler. Was sehr nice ist. Damit die Dings reingehen können. Okay, ich bin tatsächlich ein bisschen gespannt. Der Wurm kann nichts. Der hat keine Chance gegen unsere Dings eigentlich. Hoffe ich mal. Ja, das läuft. Okay, jetzt müssen wir gegen die Sniper nur noch performen. Sollten wir eigentlich hinkriegen, denke ich. Ich denke, wir hätten auch letzte Runde vielleicht gewonnen, wenn nicht die Atombombe gewesen wäre. Ja, wir sind nämlich doch stärker als gedacht. Luft nervt halt ein bisschen, aber die Fangs kriegen das hin. Es leben nämlich noch welche. Sehr schön. Ja, sehr gut. Das haben wir. 78 Leben hat er noch. So, oh ja, oh ja, oh ja. Ich persönlich bin ja für 2 Geisteinheiten, um hier mal ein bisschen Vielfalt auf das Spiel zu bringen. Wir werden jetzt nicht kleckern, sondern tatsächlich mal ein bisschen klotzen. Wir werden uns hier noch eine kleine Spinne gönnen. Wir müssen nämlich links noch ein bisschen stärker werden. Wir werden uns hier noch ein paar Fangs organisieren. Wir werden dem auf jeden Fall einen Level abgeben. Der geht mal hier so mit rüber. Wir werden uns ein paar Schilde organisieren. Wir brauchen mehr davon. Wir brauchen mehr hiervon. Und wir holen uns hiervon noch ein bisschen. Ja, ich glaube, wir sind good to go. Solange jetzt nicht irgendwas ganz Verrücktes passiert. Er hat sich die beiden geholt, ja. Gar nicht so schlecht, vermutlich. Okay, er hat sich viele, viele Raketen geholt. Hätte ich vielleicht auch machen können. Hätte vermutlich sogar ganz gut Impact gemacht, aber wir haben die Schilde. Das heißt, wir halten seine meisten Raketen zumindest auf. Er hat sich auch zwei davon geholt. Okay.
Aber ich glaube, die rasieren wir ganz gut weg, hoffentlich. Huch. Ja, noch bin ich zufrieden. Obwohl wir links, rechts ganz schön auf den Sack jetzt kriegen. Ah, okay, solange die down ist, könnten wir es schaffen. Wir haben noch genug, was lebt. Die Sniper fokussen die Fangs. Das könnte noch gut werden. Links wird es aber auch relativ knapp. Knapper, als ich mir das wünschen würde. Oh, nice. Er hat direkt drei Sniper geholt. Rechts haben wir schon so gut wie gewonnen. Wir brauchen halt noch Fangs für die Luft Einheiten. Aber haben wir noch genug? Ja, das haben wir. Nice. Müssen natürlich erstmal die Fangs darüber laufen. Warte, Hauptsache wir verlieren das jetzt nicht noch. Hier sich der Scorpion gegenheilt. Sehr geil. Yay! Gewonnen! So, neue Runde, neues Glück. Schauen wir mal, was uns erwartet. Ich hoffe, wir kriegen was Schönes zum Auswählen. Na komm. Oder gibt's einen kleinen Crash? Habe ich eigentlich nicht in dem Game, aber so hin und wieder kann es schon mal passieren. So. Okay, einen Typhoon, einen Rhino, Säbelzahn, Arclights. Oh, Arclights, Artillerie ist alles nicht so geil. Aber ein Säbelzahn ist auf jeden Fall schon ganz nett. Okay, auch gerade gegen die Panzer. Wir machen mal hier so ein bisschen sowas in die Richtung. Die Arclights, ja, gegen die Crawler. Kann man machen. Muss man aber nicht machen. Aber schon ganz nice. Ich würde ihn gerne hier setzen. Was hole ich mir denn noch an kleinen Kram? Hole ich mir auch Crawler? Oder hole ich mir ein paar kleine Fangs? Mustangs wäre auch eine Option. Aber ich glaube, ich gehe mal auf Fangs. Wir machen mal ganz entspannt hier ein paar hin. Und auch ganz entspannt hier ein paar hin. Die gehen 7 Meter, die gehen 6 Meter. Ich glaube, wir machen mal hier so eine Doppelsperrspitze. Und dann schauen wir einfach mal. Okay, hat da hinten welche. Hat sich noch einen Scharfschützen geholt. Ja. Das ist okay für mich, würde ich sagen. Natürlich links ein bisschen im Nachteil. Da werden die Arclights nicht allzu viel ausrichten können, aber rechts sollten wir auf jeden Fall, denke ich mal, gewinnen. Oh, der Arclight macht sich, hält sich tapfer, aber dann ist er letztendlich gestorben. So, sollten wir doch eigentlich gewinnen, oder? Ah, wenn die jetzt nicht zu schnell zu nahe kommen. Problem ist natürlich der Debuff. Schieß! Oh, schade. Knappe Sache. So, Mr. Säbelzahn ist am Start. Ja, so ein kleines Elite-Modul. Würde ich jetzt mal generell gar nicht Nein zu sagen. Der hat jetzt 13 Meter pro Sekunde. Das heißt, er ist ganz schön fix unterwegs. Dementsprechend müssen wir ihn mal ein bisschen weiter hier hinten positionieren. Will ich weiter auf Artillerie gehen? Ich habe ein bisschen Angst, dass er Gegenmaßnahmen ergreift. Dementsprechend hole ich einfach nochmal einen kleinen Säbelzahn. Der fährt natürlich jetzt auch nur 8 Meter die Sekunde. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Dass er die nicht zu schnell einholt. Und ich glaube, wir holen noch einen Säbelzahn. Den stellen wir hier hinten hin. Und dann schauen wir einfach mal.
wie wir zurechtkommen. Was hat der für eine Reichweite? 95 Meter. Der hat 140. Wir kriegen eine Reichweitenerhöhung von um die 40 hin. Ja. Sollte ganz nett sein. Jetzt müssen wir nur gucken, dass das Timing passt, wann die Einheiten hier ins Game kommen. Könnte ganz okay sein. Ja, ein bisschen spät vielleicht. Aber ja, ne, passt. So. Wir könnten noch ein bisschen was hier nachbringen. Damit der Panzer da nicht gefokust wird. Sobald der erste Kampf quasi entschieden ist. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal so ein bisschen die U-Bahn gewonnen. Das ist doch schon mal ganz nett. Ja, ich würde sagen, wir bringen noch ein bisschen Kleinkram und schauen mal weiter, was der Gegner so treibt. Ja. 70% mehr Angriff ist auch ganz nett. 70, ja, komm, wir nehmen mal das. Das heben wir uns eventuell mal auf. So, warte mal, der geht 8 Meter, die gehen 6 Meter, ne? Das heißt, die sind schon deutlich langsamer. Ich würde das mal direkt dahinter positionieren. Und die vielleicht hier so. Ich würde mir mal ein bisschen mehr TP gönnen. Was wollen wir freischalten eventuell? Ich würde gerne noch abwarten, was er so machen möchte. Dementsprechend, ich glaube, wir sind ganz gut aufgestellt. Wir sparen das restliche Geld mal und schauen einfach mal, ob das reicht. Okay, er holt sich eine kleine Rakete, damit er die Runde eventuell für sich entscheidet. Aber zum Glück haben wir die Fangs hier positioniert, das heißt, obwohl, der wird bis dahin aufgeholt haben, was nicht gut wäre. Ja, obwohl, er bleibt stehen, das ist sehr gut. Dann können... Oh ne, er wird gefokust. Egal, links sollten wir aber gewinnen. Rechts werden wir jetzt verlieren. Nicht gut, gar nicht gut. Oh, wir werden sogar krass verlieren, wahrscheinlich links. Wenn die Artillerie nicht mal langsam anfängt, ein bisschen zu schießen. Ah, gar nicht gut. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Okay, ich hätte tatsächlich Bock auf Scorpions schon wieder. Zwei Taranteln wären aber auch ganz nett. Zwei Taranteln wären auch ganz nett. Beziehungsweise, ich habe Angst, dass ihr Flugeinheiten bringt. Wir gehen auf Farseer. Die bringen wir hier mal aus sicherheitstechnischen Maßnahmen. So, der Kollege ist relativ fix unterwegs. Mit 7, er ist 8, okay. Bedeutet, wir holen uns noch ein bisschen was hiervon. Wir könnten mal hier so ein paar kleine Level-Ups vergeben. Wir könnten ihm auch mal ein bisschen Stress machen. Und uns auf jeden Fall ein bisschen protecten. Sicher ist sicher. Ja, Angriff erhöht wäre auch ganz nett. Wir könnten auch... Warte mal, wie viel kriegen wir? 300, ne? Ne, er hätte sofort 200. Das reicht nicht, um die Range zu erhöhen. Dann warten wir einfach auf nächste Runde. Ja, schauen wir mal. Er hat wieder eine Rakete platziert. Das haben wir eventuell ausgekontert. Ja, nicht ganz. Wir sind ein bisschen spät dran. Shit, wir hätten das Schild weiter vorne platzieren sollen. So, okay. Da wird ganz gut abgehalten. Der Scorpion sollte jetzt hier ordentlich aufräumen.
Wir platzieren gleich noch einen rechts, dann sollte der auch gut aufräumen. Darf jetzt noch nicht gefokust werden. Links aber gewinnen wir eh. Und rechts sollten wir jetzt vermutlich auch gewinnen. Artillerie ist natürlich jetzt ein bisschen useless geworden, weil er hat sich hier das kleine Raketenabfangjäger-Set geholt. Aber wir haben den Debuff drauf, ein paar Raketen kommen durch und dann schaffen wir das. Nice, nice, nice. Okay, wir gehen mehr auf Scorpions. Potenziell sind die gut gegen seine Einheiten. Er hat immer noch keine Rieseneinheit geholt bisher. Ein Ionenstrahl ist eine nette Geschichte. Den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Wir werden auch auf jeden Fall die Reichweite erhöhen. Werden den mal schön hier hinten reinbringen und werden uns auf jeden Fall schilden. Und werden auch mal den Ionenstrahl komplett einsetzen. Tatsächlich. Ah, ne, warte mal. So, oder? Scheiß drauf, wir geben das Ding hier hin. Ein da. Haben wir Reichweite vergeben? Ja, haben wir. Okay. Massenproduktion. Massenproduktion Geist. Oh, okay, der will noch auf Geister eventuell gehen. Was ist gut gegen Geister? Was werden wir spielen, falls er Geister bringt? Ah, Phoenix, Marksman, Melting Point ist, glaube ich, auch ganz nice. Der Ionenstrahl rasiert auf jeden Fall. Huh, wir müssen mal hier ein bisschen zugucken. Ja, hat doch gar nicht so schlecht geregelt. Bin zuversichtlich, dass wir das gewinnen werden. Aufgrund der Scorpions, weil die ganzen Einheiten hier massakrieren werden. Natürlich hier das Schutzschild, aber wir haben rechts auch schon gewonnen, das sollte passen. Schutzschild weg. Der Sabertooth tankt noch ein bisschen, bis der Scorpion nochmal eine ordentliche Salve reinballert. Und dann sind die so gut wie tot. Nice, nice, nice. Na gut, wir haben ja auch die, Overseer zur Not für die, für die Ghosts. Also von daher passt das schon. Wir vergeben hier mal ein kleines Upgrade, Wir gehen hier rein, Wo wollen wir die platzieren? Ich glaube, wir platzieren den mal hier so neben. Hat er überhaupt noch irgendwas? Er hat noch gar nichts an fliegenden Einheiten gebracht. Okay, wir gehen hier nach rechts. Ich würde gern tatsächlich ein bisschen aufrüsten. Die abzugraden sparen wir uns mal. Das sollte uns nicht allzu viel bringen. Wir könnten uns hier nochmal eine kleine Rakete gönnen. Und hier auch. Und dann schauen wir mal, dass wir das easy gewinnen werden. Okay, hat sich auf jeden Fall Schilde geholt. Schade. Egal. Wir hätten vielleicht noch einen Scorpion links setzen sollen, obwohl links lief eigentlich. Passt schon, denke ich. Solange die Scorpions freie Schussbahn auf die riesigen
Haufen von Tanks und anderem Gedöns haben, sollte es eigentlich passen. Aber wir kriegen links plötzlich ein bisschen auf den Sack. War nicht gut. Ja, komm, nimm noch so viel mit, wie du kannst. Ich glaube, wir brauchen mehr Kleinkram. Aber eigentlich sollten wir das eventuell noch machen können. Ah, obwohl, wenn die jetzt rausgenommen werden, ohne tanken zu können, dann vielleicht auch nicht mehr. Ah, die nehmen noch ein paar Panzer mit. Der Overseer wird jetzt ein bisschen tanken und eventuell können sich in der Zeit die Scorpions in Stellung bringen. Dann können wir das Ganze noch gewinnen. Komm, 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 komm. Ah, no, no. Schieß, schieß, schieß. Oh, Gott sei Dank. Ganz knappe Nummer. Okay, ich glaube tatsächlich, wir brauchen mehr Kleinkram oder ein paar Phoenix. Das sind auch gar nicht so schlecht. Warte mal, er hat gar keinen Kleinkram, ne? Doch, er hat Kleinkram. Und dann, pass auf, wir nehmen Typhoons. Die werden wir offensiv platzieren. Oh, ich habe einen Plan. Pass auf, ich will mal was ganz Verrücktes probieren. Wir machen die mal ein bisschen so. Und mal ein bisschen so. So, oh, lass mich das ausprobieren. Ich hoffe, das klappt. Warte mal, wo war das hier? Hier. So, wir werden die jetzt hier so hinschicken. Und dann komplett irgendwie hier so rüber. Keine Ahnung. Wir werden wahrscheinlich eh bis dahin tot sein. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen Angriffskraft mitnehmen. Wir werden hiervon ein bisschen mitnehmen. Wir werden nochmal den Kredit aufnehmen. Wir werden hiervon noch ein bisschen uns holen. Ja, ich glaube, wir brechen hier nochmal durch. Und wir holen uns hier noch eine Rakete. Ach fuck, ich wollte den Schilde geben. Ah, das war jetzt richtig dumm. Okay, die werden jetzt einfach nur verrecken. Vielleicht für ein bisschen Ablenkung sorgen. Die sollten halt die Schilde kriegen. Die Rakete ist eigentlich auch richtig useless. Warum mache ich die jedes Mal dahin? Die wird ja nur abgefangen. Ja, obwohl, sie fangen ein bisschen den ganzen Kleinkram ab. Das ist ganz nice. Oh, aber wir kriegen da ganz schön auf den Sack. Ah, die Scorpions müssen jetzt tatsächlich mal anfangen zu regeln. Oh, wo wollen die Scorpions denn? Nein, wir brauchen euch da links. Oh Gott. Ihr müsst die Panzer platt machen, Jungs. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh oh, gar nicht gut. Das lief überhaupt nicht gut. Die Scorpions hier haben sich plötzlich nach rechts rüber orientiert. Das war richtig fail. Das war fucking fail. Uiuiuiuiui. Also ihr braucht erstmal ein paar Schilde. Und was ihr auch braucht, sind tatsächlich ein Crawler. Ich glaube, wir brauchen ein paar Crawler. Vertraut mir. Wir brauchen Crawler. Die machen wir hier so hinter. So, pass auf. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Die werden erst so ein bisschen hier links gehen und dann hier rüber. So, der Ionenstrahl wird wieder ungefähr so hier regeln. Wir werden uns auf jeden Fall schilden. Das ist jetzt ganz wichtig. Weil der wird safe ein Dings bringen. Auch ein Ionenstrahl, glaube ich. Okay, ich bin gespannt.
Nee, macht er nicht. Okay, er macht keine Ionenstrahl. Mal gucken, wie unsere kleine Ablenkung hier wirkt. Die Schilde gehen halt relativ schnell aus. Aber wir wollen ein bisschen das Kleinkram platt machen. Ja, es könnte ein bisschen besser funktionieren. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Jupp, das sieht besser aus. Die Scorpions kommen auch jetzt wieder hier direkt zum Einsatz. Nice. Jupp, das sieht besser aus. Das sieht viel, viel besser aus. Viel, viel besser. Jawohl. Nur noch die Sniper über. Und die Phoenix. Oh, die Phoenix könnten ein Problem werden, je nachdem, ob der Overseer das überlebt. Der muss auf jeden Fall im Leben bleiben. Oh, nicht nach vorne fahren, Kollege. Nicht nach vorne fahren. Du bist viel zu schnell unterwegs. Gar nicht gut. Oder schießt die Drecksdinger ab. Oh Gott, no. Ach du Scheiße. Ah. Gut ist, dass wir jetzt noch einen Ionenstoß und noch einen Ionenstoß haben. Und auch vielleicht noch ein paar Ionenstöße. Okay, wir werden einfach Ionenstöße des Todes verteilen. So, wir werden uns mal noch einen kleinen Overseer gönnen. Und wir werden unsere Einheiten auf jeden Fall mal alle schön aufleveln. Langsam, aber sicher. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Kleinkram. Hier noch einen kleinen Overseer rein. Noch ein paar Schilde vielleicht. Den können wir auch mal upgraden. Die können wir upgraden. Eigentlich müssen wir auf alles oder nichts setzen. Wir werden hier eine Rakete platzieren. Wir werden hier eine Rakete platzieren. Wir werden den mobilen Abwurf hier hinlegen. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Oh, keine Ahnung, wir platzieren hier noch ein bisschen was. Und hier noch ein bisschen was. Okay, ich sag, wir gewinnen das. Oh ja, komm. Oha, das Ding regelt. Die ganzen Einheiten werden gut abgelenkt. Ja, ich sag, das regeln wir. Ja, easy. Also vermutlich nur easy wegen den Ionenstrahlen. Zwei sind natürlich schon ein bisschen garstig. Insgesamt haben wir ja sogar drei. Ja. Wird tatsächlich sogar nochmal relativ knapp. Die ganzen Sniper nerven natürlich ein bisschen. Da müsste sich halt... Komm, ein Schuss und du machst drei auf einmal platt. Oh, warum schießt du nicht auf die Links? Naja, obwohl, aber der Tank ist gut weg eigentlich. Schade. Hätte gedacht, er macht mit einem Schuss alle drei weg. Aber zwei sind auch okay. Zumal wir das jetzt auch gewonnen haben. Obwohl, nee, der Damage reicht gar nicht. Oh doch. Okay, Glück gehabt. Nice, nice, nice. So, das soll es dann eigentlich auch erstmal gewesen sein. Mal zwei kleine, aber feine Runden. Ja, lasst doch gerne ein Like da, gerne auch ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao.